kurz ein Tutorial, wie der Configure, wenn der Zugangsdaten für den Office 365 verloren hat, respektive ihren Zugang für ihren IAM zu benutzen. Das ist nicht ganz kompliziert, fangen wir sie direkt los. Der macht den Browser ab, das kann den heute Firefox sehen, in diesem Fall, das kann aber auch den Google Chrome sehen oder den Safari. Und da geht er oben an www.iam.education.lu. Und ich gebe richtig geschrieben. Und da geht er da drauf. Der sieht, dass er dann gesichert sei, dass wenn der Hai den das kleine Zeichen hier sieht. Und das bedeutet, dass dann die richtige Seite ist. Auf der Seite geht er los, ob Passwort vergessen. Ihr könnt natürlich auch die Spruch ändern, wenn ihr lo ein anderer hat. Und dann geht er hier Matricule de Sécurité Sociale gebraucht. War das da los? Das ist der Sozialversicherungsnummer, die fand auf der heutigen Karte. Das ist immer, als ich der Geburtsdatum, also heute Jahr, den Mond und den Tag. Und dann fünf Ziffern, die da gedeckt wird. Ältere wissen normal, was Wetter das ist, weil ihn die auch braucht, für bei den Doktor zu gehen, zum Beispiel. Die geht da an und die klickt auf Courrier Postal. Das ist so viel, für dass die heimgeschickt kriegt per Brief. Und ihr müsst dann 3, 4 Tage warten, bis das dann geschickt wird. Da geht er bon voyage und da kriegt er Daten geschickt. Also so normalerweise, wenn ihr die geschickt kriegt, da kriegt er einen Hinweis für den Konto zu aktivieren. Für das zu machen, geht er nachher dieselbe Nummer an. Hier den IAM-Code, den auf eurem Brief da steht, und ein Code d'Aktivation, wo dann normalerweise auch könnt ihr das Passwort ändern, respektive neues Passwort angeben, das verschiedene Kriterien muss haben, das muss ein extra Sonderzeichen sein, da muss ein großer Kleinbuchstaben dran sein, das muss ein sicher Passwort sein einfach. Okay, das war jetzt schon so weit von mir, so nicht, merci.